Und damit herzlich willkommen zurück zu einem. Ah, jetzt war okay, wir sind in der Autopsie. Zu einer weiteren Folge Virginia auf der PS4 hier auf meinem Kanal. Ich weiß nicht genau, was wir hier machen müssen. Es wurde anscheinend irgendetwas gefunden. Ist das ein Engel? Das ist ein Engel, ja? Das ist ein Engel. Da steht Kleber, warum auch immer. Ich hoffe, das hier ist beim FBI und nicht der Keller von dem Pater. Alter. Was ist das? Gucken wir gleich. Muss man von der anderen Seite gucken. So, hier haben wir nichts mehr. Schränke, Schubladen und ähnliches können wir nicht öffnen. Aber das ist okay. Solange die Story stimmt und wir ein bisschen was zu tun haben. Die sind alle zu. Ja, aber irgendeine Checkliste, irgendein Dokument. Aber. Oh nein, ist das der Vogel? Wurde der auch. Ach komm schon. Nein. Ah, alles klar. Gut, jetzt ist natürlich die Frage: Träumen wir wieder? Denn anscheinend träumen wir sehr viel. Ja, gut. Wir hätten Hinweise aus ihm rausschneiden müssen. Popmusik aus der Ferne? Leute! Corona! Also, Großveranstaltungen sind abgesagt. Hallo, was ist hier los? Okay, das sind alles Jugendliche. Warum? Warnung, US Air Force Installation. Alles klar, das war dann das hier mit den Aliens auf seinem Bild in seinem Tagebuch. Ey, das sieht echt gut aus mit dem Sonnenuntergang. Ich bin echt, Was redet ihr da? Hä? Was hast du vor, Maria? Ich hab nichts gesagt. So Leute, ich hoffe, das sind gewöhnliche Zigaretten. Wer bist du? Was ist hier gerade passiert? Kann ich aufstehen? Oh. Warte, ich würde gerne noch mit dem Mädchen sprechen. Was? Nein, mit dem Mädchen. Oh, okay. Dieses Spiel lässt einem überhaupt keine Freiheiten. Aha. Alles klar. Was haben wir hier? Alter, die hat ein bisschen zu weit vorne gepackt, ja? Ausweis? Kein Ausweis? Alles klar, wird auf der Wache geklärt. Du Lappen. Vielleicht müssen wir ja mit dem Messer irgendwie. Nein, das wollte. Das, ich wollte. Ich. Okay. Finden wir uns damit ab. Millennium Mail. Dominion Construction. Okay. Okay, was ist das? Was ist das? Das ist. Oh, dieser Fu. Ah. Hä? Warum? An. Für wen? Was machen wir da? Was haben wir da gerade gemacht? Wir haben die Kartons immer noch nicht ausgepackt. Das gibt's doch nicht. Das Essen liegt da immer. Ey, das. Was sind wir für eine Sau? Der Rechner läuft den ganzen Tag. Anscheinend verdient man im FBI ganz gut, oder? Warum ist unser Schrank auf? Hallo, ist hier ein Mörder? Hallo? Da ist auch die ganze Zeit das Licht an. Gut. Würde ich sagen, gehen wir erstmal ins Bett. Was?
Ich wollte ins Bett. Danke. Danke. Mittwoch. Hey, Bergfest. Wow. Seltsames vibrierendes Geräusch. Es wird wahrscheinlich ein Handy sein. Das ist doch kein vibrierendes Geräusch. Kann man hier irgendwie irgendwas? Warum ist die Mütze hier vom... Warum? Unheilvoller Rhythmus, ja. Was ist hier los? Okay. Ist das ein Ofen? Warum? Aber warum? Okay, Missing, Lukas ist Missing. Das wissen wir. Was ist hier los? Warum? Mit uns los? Vielleicht sollten wir mal zum Doc. Ungewöhnliche Geräusche enden abrupt. Ja, so ist es meistens. Gott, wie viel raucht der Mann? Hallo? Ach, ist immer noch Traum. Ach Gott, könnte er jetzt vielleicht mal... Dürfte ich jetzt... Dürfte ich... Okay. Elektronische Datenbank des FBIs. Das merke ich mir jetzt einfach mal nicht. Signed in, Antara. So, Special Agent, bitte Suchbegriff eingeben. Ein Eintrag, Halperin, Helperin, Maria. Mehr Infos. Freigabe Special Agent Status aktiv. Zusätzliche Informationen. Daten übernommen aus bisheriger Akte am 4.3.1990. Was? Huch! Hallo? Suche nach Ortega. Bitte warten. Zwei Einträge gefunden. Maria Ortega, Judith Ortega. Akte übertragen. Bitte Akte. Zwei. Bitte warten. Name. Judith Ortega. Keine Information in Datenbank. Bitte an Archiv wenden. Werden wir das doch vielleicht mal tun? Habe ich mir gerade Kekse mitgebracht? Sind das Kekse? Das sind, glaube ich, keine Kekse, oder? Ah, schade. Ist das eine Filmrolle? Muss die irgendwo hin? Wo muss die denn? Hallo? Hallo? Die muss da. Ah, ich verstehe. Wird das dann hier drauf? So, wollen wir mal anmachen. Oh. Ach so, die Filmrolle wird jetzt. Wie kann ich denn? Bisschen schnell, oder? Oder spule ich gerade zurück? Entschuldigung, hat die tapfere junge Frau und Mutter. Die Messlatte für ihre weibliche Kollegin übergelegt. Miss Ortega entwickelt sich nach unseren Einschätzungen schnell zu einem Vorbild für gesetzestreue, farbige Frauen. Okay. Ach, da geht's weiter. Scheiße. Mr. Albert Ortega erklärt die Arbeit seiner Frau, spiegele seinen tugendhaften Einfluss wider.
Director Hoover, der nicht anwesend war, dürfte von der Arbeit der Behörde insgesamt ermutigt werden. Nur für den internen Vertrieb. Weiter? Diese Frau Ortega verbreitet weiterhin abenteuerliche Anschuldigungen über Verschwörung und vermeintliche Verstöße gegen ethische Richtlinien. Ich bin besorgt wegen möglicher Interpretationen ihrer fadenscheinigen Feststellungen. Sollten diese an die breite Öffentlichkeit gelangen? Unser beider Ruf und der Ruf der Behörde müssen geschützt werden. Court ist das bewusst und ich weiß seine Kooperationsbereitschaft in dieser heiklen Angelegenheit zu schätzen. Es ist intern gemeinhin bekannt, dass Ortega sich zwar im Rahmen der Abteilung für angewandte Wissenschaften bewegt, aber gleichzeitig eine Vorliebe für unkonventionelle Methoden besitzt. Dieser Umstand könnte für uns von Vorteil sein. Okay. Aber die hat sich nicht mit der anderen Identität nochmal beim FBI beworben, oder? Oder etwa doch. Ich würde das gerne. Washington. Was? Wegen Verdachts auf grobes Fehlverhalten, Zweckentfremdung von Eigentum der FBI-Labors, der FBI-Labors, Verstoß gegen ethische Standards im Zusammenhang mit der verbotenen Verwendung kontrollierter Substanzen sowie Insubordination. Meine Fresse. Ist Special Agent Judith Ortega seit nicht weniger als 3 Monaten das Ziel verdeckter Ermittlungen der Abteilung für innere Angelegenheiten der Justizbehörde? Angesichts der Ergebnisse dieser Ermittlungen sollte das Agent Ortega in allen Anklagepunkten für schuldig befunden werden. Sollte der Agent Ortega das Agent. Was? Nein, der. Wir empfehlen daher Ihre umgehende Suspendierung bei ausgesetzten Gehaltszahlungen sowie die Aufhebung Ihres Status als Special Agent, bis ein Gericht über Ihren Fall entschieden hat. Die Rolle mit. Was für eine Maschka. Was? Okay, Butter bei die Fische. Was ist hier los? Warte mal, so Käffchen. Hey, was stimmt nicht mit dir? Bacon als Bürgermeister, das ist der Wahnsinn. Ja, sie hat bezahlt. Wow! Ich liebe dich auch. Moment, was? Bacon for President! Bacon for President! Aber sie ist. Warum ist sie denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Ach, das ist das. So, das war der letzte Schluck Kaffee. Hat sie ihren Anhänger wieder? Nein. Wo fahren wir hin? Maria, fahr bitte nicht so schnell. Wir wissen, wie das bei dir endet. Wir wissen es. Ich hoffe, wir haben die Akte jetzt mal zu Hause gelassen. Nicht, dass, wenn die Tasche wieder umfällt, Maria Maria hier ihren Tobsuchtsanfall des Jahrtausends bekommt. Ach, das Observatorium, okay. Ja, klar, Alter, warum hast du nicht noch 100 Meter weiter weg angehalten? Hallo? Ich würde gerne wieder. Okay, draußen gibt es Tauben. Oder hier drin. Dürfen wir hier rein? Darf man hier einfach so rein? Feder flattern von oben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Er hat aber einen langen. Junge, Junge, Junge. Was machst du da? Du kannst das doch hier nicht einfach so rausreißen. Was ist los mit dir? Also. Ja, klar. Warum ist die Blume so komisch? So komisch hässlich.
Y-Blume. Okay. So, wollen wir mal. Ach so, wollen wir nicht. Okay. Ja, gut. Wenn ich will, ne? Ist ja jetzt nicht unbedingt Zwang. Zwang. Oh, hoffentlich dürfen wir hier hin. Hallo? Versteck dich. Oh. Aha. Los, gib's dem Pfarrer. Verprügeln ihn. Tritt die Tür auf, los. Los, wir müssen da rein. Gefahr in Vollzug. Okay. Habe ich auch so einen Mini-Bohrer? Ich hoffe, ich habe einen Mini-Bohrer. Was? Was soll ich damit? Haben wir nicht schon gebohrt? Hier ist weiterhin nichts Verdächtiges. Vorerst. Die haben immer noch nicht gespült. Faule Bande, genau wie zu Hause. Was machst du hier? Gut. Hier liegt eine Reisetasche gepackt. Behalten wir einfach mal im Hinterkopf. Gut, ich glaube, wir gehen einfach mal ein Zimmer weiter. Vielleicht ist Lukas ja schon zurückgekommen. Anscheinend nicht. Gut, gehen wir erstmal ins Bad. Machen wir hier erstmal. So, eine Runde hier erstmal. Nein, wollen wir nicht. Okay. Okay. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Hast du es gleich? Ich bin mir echt jetzt nicht wirklich sicher, was ich hier machen soll. Soll ich hier irgendwie, soll ich? Nee, anscheinend nicht. Soll ich mich hinsetzen? Auch nicht. Was soll ich denn machen? Hier ist nichts. Da ist nichts. Der Schrank ist zu. Ach so, warte mal, wir haben doch das Ding gekriegt. Zum Türen aufmachen. Ach Mann, ey. Okay, anscheinend bei der Tür. Vielleicht denken wir, dass sie ihren Sohn irgendwo eingesperrt haben oder so. Was hier los? Nix. Hier irgendwas, ein kleiner Altar. Aha. Ja gut, er ist halt Pfarrer, ne? Also das ist ja schon. Jetzt bin ich Pfarrer. Alles klar. Gut. So einfach geht das. Ah, die Schublade hängt fest. Ach, so ein Scheiß. Die auch. Ah, kriegen wir die nochmal zu, wenn sie offen ist? Komm, pack das Buch mal weg. Ich will das lesen. Ich will es. Es ist eine Schachtel, man kann es nicht lesen. Man kann nichts mehr machen. Okay. Gut. Heute Nacht schlafen wir anscheinend hier. Warum auch immer? Schöne Bäume. Gitarrenmusik in der Nähe. Da sitzt wahrscheinlich draußen wieder irgendwo einer im Pool. So ein kleiner Sunny Boy. Hallo. Ich würde gerne. Also ich. Nein? Okay. Was ist los? Hat sie uns gerade einen Antrag gemacht? Geht das etwa so? Habe ich das ja voll falsch gemacht? Scheiße. Ah. Gut. Mal gucken. Wollen wir hier erstmal. Was ist denn. Was so. Was. Warum. Ich will doch gar nicht hier hinten sitzen wollen. Was zur Hölle?
Na? Schmeckt's, Jungs? Ja, ne? Wunderbar. Das freut einen doch. Singst du auch, oder? Okay, anscheinend nicht. Hallo? Oh mein Gott, ist das nicht George? Aus dem Büro? Hi, ich hätte gerne... Nein? Okay, hätte ich nicht. Okay, wir konnten hier reingehen, also muss es hier ja irgendwas... Alles klar. Servierten. Läuft. Oder ein Halstuch? Ein Tuch. Vielleicht können wir ihr beim Putzen helfen. Wir haben jetzt ein Tuch. Nein. Können wir nicht, okay. Hinter die Bar kommt man auch nicht. Jetzt habe ich doch glatt die Zeit vergessen. Jungs und Mädels, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde sagen, lasst mir ein bisschen Support da. Das würde mir echt mega helfen. Oh, den habe ich voll übersehen. Egal, in Form von Kommentaren, von Likes, von Abos, wie ihr wollt. Und schaut einfach in der nächsten Folge wieder vorbei. Wie gesagt, das würde mir echt sehr helfen und sehr viel bringen, mich sehr viel weiterbringen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.